Brauche einen Hopper und hab keinen und bin sonst ganz traurig. Bist du traurig? Aus sicherheitstechnischen Maßnahmen kann ich das nicht anders machen. Dann ist das gut, finde ich gut. So, Helm. Den Mist, den Mist. Was ist denn das? Weiß kein Mensch. Den ganzen Mist mal loswerden hier, was da rumliegt. Es brennt schon ab. Wir bräuchten halt noch mehr Cobblestone, damit wir das komplett einbauen können. Okay. Hast du Wir das brauchen Wasser Wasser. auch, oder? Ja, irgendwo da ist auch einmal Wasser. Kohlwasser. Habe ich schon. Mai. Hast du irgendwo Kabel? Na gut, wir kriegen gleich Kabel. Du hast ein bisschen falsch. War irgendwie Fehlplanung. Bisschen. Also nehmen wir, denken wir, das Ganze muss eins weiter nach links. Also wenn wir das weiter nach links tun, bringt das ja nichts. Das hat gerade keinen Sinn gemacht. Moment mal, das Lava fließt Kannst aber du ein selbst Lava Loch. holen gehen. Mach ich schon. Pusher, du. Moment, noch mal kurz überlegen. War so alle der Moment, als ich die Lava in Obsidian verwandelte. Bin ich jetzt gerade dämlich? Lava fließt runter. Wasser strömt auf Lava. Nein, nicht Wasser auf Lava, aber auf Wasser muss. Weil Wasser auf Lava ergibt ja Obsidian. Muss aber ja trotzdem hier unten Platz sein. Bauen wir es eins höher. Sehr schön aussehen. Haben wir noch irgendwo Cobblestone? Ich habe 4 Stück einstecken. Mehr wir auch nicht. Wow, wir haben 2 Eisen da ergattert. Bis jetzt. Können wir da Dann nicht so. irgendwas anders Wasser machen? dahin und Lava dann da drauf. Genau, so müsste es passen. Was meinst du? Ja, so könnte es passen, ja. Hoffen wir halt mal das Beste, oder? Wichtig ist halt das Loch dort unten. Was passiert das wie gerade eben? Dass die Lava hinfließt, aber dein Blockbreaker wird nicht stimmen, glaube ich, oder? Doch, der passt so. Siehst ja auf der anderen Seite nichts. Die Spitze muss zum Dings. Ich meine, der tut ja direkt zerstören. Er hat ja keinen Output. Naja, schon. Jetzt einfach einen Block hinsetzen. Siehst eh, was er macht. Ja, weiß der mal schon, aber ob das dann ein Dings wird mit Lava. Darum geht's ja eher. Das müsste an der Position passieren. Das passt, was du hier machst. Ich lege mich schlafen. Ich hab genug von Scheiß hier. In die Mine. Hast du eigentlich Silberfische bekämpft? Ja. Weil so keiner weiß was davon. Das wäre es geiler. Du hast mich ja zurückgelassen, Amine, du Arsch. Ich musste essen gehen. Ja, immer diese faulen Ausreden. Wo hatten wir denn hier Lava? Ja, unten.
ganz unten. Ja, das ist ja mal irgendwo ein Weg hingebuddelt. Das ist eh auf der Karte. Da drin. Ich hab das schwarze Gold gefunden. Hast du eigentlich Texture-Pack reingetan? Nein. Du? Ja, auch nicht. Nee, ich spiel. Ich hab's aber heute geupdatet. Ja, aber ich spiele mit Vanilla. Ich habe mich dazu entschlossen. Ja, wir spielen alle mit Vanilla. Und das fiel uns erst letzte Folge am Ende der Aufnahmesession auf. Ja, dass wir eigentlich mit Vanilla spielen, obwohl wir eigentlich rein Sortex theoretisch immer Sortex hatten. Aber ich habe mich dazu entschlossen, doch mit Vanilla zu spielen. Ich weiß halt nicht. Auf der einen Seite ist es halt mal wirklich mal seit langem mal wieder Standard. Es ist Minecraft, fertig, Punkt, aus. Es ist Minecraft, du sagst es. Wird nicht drüber diskutiert, es ist Minecraft. Ja, aber vielleicht einfach mal so. Wir haben halt nun wirklich eine längere Zeit nicht Minecraft gespielt, deshalb ist es uns auch nicht aufgefallen. Eben. Damals ist es mir extrem aufgefallen, wo ich dann mal von Vanilla-Texturen, wo ich meinen Rechner hatte, auf Sortex umgestiegen bin. Wo du mal ein Texturenpack rein tun konntest. Und mit Modstream. Aber wie schön die Welt aussah. Und da hat man dann wirklich manchmal noch reflektiert, mal kurz ins Alte wieder, also Vanilla reingetan, wie schaut's denn aus? War immer noch gleich grauenhaft, also wieder zurück. Ja, aber halt, dass man halt jetzt diese Möglichkeit dazu hat. Das auf alle Fälle. Wieso hast du immer recht? Wieso? Wieso nur? Können wir das Ganze noch umbauen? Einfach eins, zwei, dann links. Wir könnten einfach was ganz Simples machen. Wir tauschen einfach die zwei Plätze. Das wäre auch möglich. Hast du noch einen Eimer? Drin, warten. Ging dann simpler. Ist zwar Wasser drin, aber ich glaube, Wasser auf Wasser hilft. Sollte gehen. Ja, das ist ja auch egal. Also mach's mal weg. Das heißt, wir machen hier runter und sagen dann hier rüben einen Block und dann komme ich raus. Und baue das jetzt nicht ab. So, dann habe ich hier Wasser, ja. Weil der Block ganz unten war, da ist. Haha. Was machst du eigentlich? Moment mal, da unten ist ja der Hopper. Wir bräuchten quasi noch einen Hopper. Und warum hat der gerade eben das nicht abgebaut? Jetzt macht das, wenn man Stein nochmal hin platzieren. Ja, aber er macht es nicht zu Ende, warum nicht? Was hatten der gerade für Probleme? Der fängt an, hört aber nicht auf. Also macht's nicht fertig. Bin ich da jetzt gerade ein bisschen. Wenn er frei ist, vielleicht braucht er Seite frei. Das hat er doch drin geklappt. Hat er halt wirklich drin geklappt. Ich halt gerade auch nicht. Fängt an. Bitte mal neu. Also ich hab. Du hast. Hast du Moment, wir gehen nochmal runter. Aber insgesamt nicht mehr. Oder vielleicht doch ein Redstone-Signal. Ja, wenn es aus ist, dann macht er auf jeden Fall was. Bringt sein Werk aber nie zu Ende. Du hast geclaimed. Oh, das kann sein. Davor hattest du nicht geclaimed. Der hat keine Rechte. Oh. So, jetzt dämlich. Aber er hat keine Rechte. Wegclaimst. Jetzt. Super. Haben wir noch andere Blockbreaker? Die vielleicht Rechte haben.
Also sich als OP eingetragen haben, vielleicht einfach. Ja, ist egal, nehmen wir mal vorerst mal den. Wir brauchen eh noch keinen Chunk, oder wir haben eh noch nichts, was sich auszahlt, Chunk zu laden. Nein. Also wir wollten jetzt festgestellt, es geht jetzt doch ebenerdig, das heißt, wir können das runterbauen, das runterbauen, falls er nicht so hochbauen hat, nicht. Der dann nur letztens dazu gekommen. Also so. Dann bei dir Wasser. Bei dir Lava. Bei mir Lava. Genau. So. So, jetzt müssen wir halt nur noch eine Redstone-Leitung hier hinterführen. Mal ja. Links tun irgendwie. Ja, oder wir schalten einfach von hinten ab. Fertig. Dann verschwenden wir kein Redstone. Was denn, jo? Hast du gelegt? Nein, ich habe gar nichts noch gemacht. Ich habe nichts gemacht, Junge. Ich unschuldig. Du hast nichts gemacht. Ich werde erstmal was essen, Junge. Junge. Junge, willst du auch ein wunderschönes Steak? Nam nam nam. Nehmen wir auch noch ein Cock und Mutane. Und einen schönen Apfel noch ran und dann. Apfel habe ich keinen. Nicht gesund an. Ja. So, 3 Minuten haben wir noch, Junge. Da haben wir noch? Was? Berühmten. Sind wir schon wieder bei 105? Meine ja. Güte. Schalte mal einen Hebel um. Warten. Hört auf. Er hört auf. Gut. Gut. So. Unser Freund hier arbeitet auch noch fleißig. Der braucht aber wieder schön langsam Sticks. So. Unser guter Freund hier. Schön langsam geht uns das Holz aus. Sieht auch nicht schlecht aus. Einfach so eine teilweise Steinwand. Kunst. So, ist der fertig oder was? Nee. Fehlt gleich wieder. Not ready. Need Kabel. Oh, jetzt ist er gleich bald fertig. Vielleicht sollten wir noch ein paar Upgrades machen, gell? Eisen haben wir halt. Ja, ein bisschen plus. Minimal. Mau. Mau sieht's halt schon aus. Ja, es ist halt ein kleiner Bereich, glaube, was wir abgrasen. Crashed. Wir sind hier auf Ebene 65. Eigentlich könnten wir ja weiter runterbauen. Ja, das könnten wir nicht machen lassen, ist ja egal. Dann hier oben, du musst ja einfacher, wenn wir es so machen. Also wir sagen jetzt 245 durch 65 ergibt 3,7 Dinger, 4, ja, okay. Das heißt, er macht wirklich nur 4 einzelne Blöcke, gell? Ein 2x2 fällt Bull der noch runter. Kann sein. Natürlich schlecht. Ist halt die Ausbeute ziemlich gering dadurch, logischerweise. Bad life. Aber schau mal, wir haben heute sehr viel geschafft. Wir haben eine komplette Erzverarbeitung, die jedes Erz verarbeitet, einen kleinen Mimer und eine Cobblestone-Fabrik. Ja, und wenn man guckt, Zinn haben wir in Massen. Zinn, Kappel, irgendwelches komisches, dunkles Zeugsen, Black Quartz. Und jetzt gehen wir mal wieder das übliche Testen. Geht ja. Wir können Zinn zu Eimer machen und einmal wieder zu Eisen. Geht das? Ja, mit dem Smelting Ofen von Tinkers. Geht's. Ja, gut. Ist halt das Übliche. Ja, aber auf jeden Fall heute sehr viel geschafft. Und wir werden auch in der nächsten Folge wieder sehr viel schaffen. Also bleibt dran und tschüssi, Leute. Tschüss.